Hallo, ich bin Claudia von ofenkicker.de. Dort stelle ich meine Motivtorten, Cupcakes und Kuchen vor. Heute möchte ich euch zeigen, wie die Fancy Fill Form von Wilton funktioniert. Die Form erzeugt einen Kuchen von 20 cm Durchmesser und 10 cm Höhe. In dem Kuchen ist ein Hohlraum, der beliebig gefüllt werden kann. Die Tasty Fill Form ist also perfekt für Motivtorten geeignet, da die Füllung rundherum von Teig umgeben ist. Wichtig bei Motivtorten ist ja, dass der Fondant nicht mit sahnehaltiger, feuchter Füllung in Kontakt kommt. Dies wird durch diese Form auf eine sehr einfache und bequeme Weise gewährleistet. In der Verpackung befinden sich zwei runde Formen. Beide Formen weisen in der Mitte eine kleine ringförmige Vertiefung auf. In diese Vertiefung gibt man die Füllung, sodass beide Kuchen aufeinander gesetzt dann die Füllung umschließen. Wichtig ist, die Formen richtig zu befüllen. Der Rand sollte euch angucken und der Ring innen hochstehen. Als erstes sprühe ich das Innere der Form mit Backtrennspray ein. Ihr könnt die Form aber auch genauso gut mit Butter einfetten und anschließend mit Mehl ausstäuben. In die Form passt genauso viel Teig wie in eine normale Springform mit 24 cm Durchmesser. Ich habe also einen Schokoteig angerührt, den ich nun auf die beiden Formen verteile. Dann backe ich den Kuchen für etwa 30 Minuten. So sieht der fertige Kuchen aus. Wenn man den Kuchen umdreht, sieht man, dass die Oberfläche zwar schon recht eben ist, aber eben doch noch ein bisschen gewölbt. Deswegen begradige ich den Kuchen mit einem langen Sägemesser, an dessen Enden Abstandshalter stecken. Die untere Hälfte des Kuchens fülle ich mit 300 ml angedickten Himbeerpüree. Solche doch eher flüssigen Füllungen sollten in den unteren Teil des Kuchens gegeben werden, da der obere Teil später umgedreht werden muss. Dort würden zu weiche Füllungen auslaufen. Alternativ können die gefüllten Kuchen vor dem Zusammensetzen aber auch eingefroren werden. Die obere Hälfte fülle ich mit steif geschlagener Sahne, der ich etwas Sahnesteif, Vanille und Zucker zugegeben habe. In die Hälfte passt ziemlich genau 200 Gramm Schlagsahne. Die Kuchen ziehe ich nun glatt mit einem Tortenspatel ab. So sieht die Füllung nachher hübscher aus. Um die Torte zusammenzusetzen, lege ich einen Tortenlifter auf die obere mit Sahne gefüllte Hälfte. Dann drehe ich den Kuchen um. Schließlich schiebe ich den Kuchen vorsichtig auf die untere mit Himbeeren gefüllte Hälfte. Wie man sehen kann, ist die fertige Torte schön rund und eben. Nach dem Einstreichen mit Ganache und noch einem kleinen Zusatzkuchen für noch mehr Höhe ist diese fröhliche Valentinstagstorte entstanden.